Ich war mal. Wir können also gleich in die Fragerunde einsteigen. Besser zusammenfassen kann man es eigentlich nicht. Kurz zu mir, ein paar Worte für die Einführung übrigens. Das ist das dritte Jahr auf der Foscon. Das ist auch so der Siebenzyklus von Opoku oder so dieser Hype-Cycle. Ich weiß nicht, ob ihr den Gartner Hype-Cycle kennt. Das ist so, Gartner ist dieses Meinungs- Meinungsforschungsinstitut. Und dann haben wir also einen tollen Zyklus. Da fängt es dann irgendwie an mit Technologie starten. Dann geht es hoch mit dem Tal der Illusion ein. Also das ist ein total Berg, richtig? Berg der Illusion und dann Tal der Deillusion. Ja. Wenn man sieht, okay, also die ganzen hoffnungsvollen Dinge, die uns jetzt bringen sollen, sind irgendwie nicht gebracht. Und dann irgendwie geht es weiter ins Tableau der Produktivität. Und dann so einigermaßen merkt, okay, das heißt so alles, was wir wollten, aber es hat doch ein bisschen was bewegt, sodass es weitergeht. Und was auch Mode anbelangt, sind wir im Prinzip jetzt hoffentlich auf diesem Teil der Tableau der Produktivität, denn Mode selbst ist im Wesentlichen nicht mehr existent. Und was geblieben ist, sind alle Leute, die an die Idee glauben und die das weitermachen wollen. Und deswegen, die Freiheit stirbt so schnell nicht. Das ist uns nur zwischenzeitlich ein wenig Hardware abhandengekommen. So, nach dieser kurzen Vorrede gibt es nicht mehr so viel zu sagen zu mir. Ich mache das jetzt schon seit Jahren. Anfänglich in der Handheld-Store-Community, da ging es eben um iPads, dann diese frühen PDAs. Dann kam ab diesem Haus raus, da haben wir dann viel so gemacht. Dann haben wir gesehen, oh, es jetzt so viele verschiedene Betriebssysteme oder Hardware-Plattformen gibt, braucht man dafür auch ein gutes System, um Software zu bauen. Dann haben wir Open Embedded entwickelt, so eine Art Distributionsmieter-Baukasten. Dann hat einer den Tod des PDAs eingeläutet. Einmal wollte keiner mehr PDAs kaufen, sondern ging dann nur noch um Smartphones, über muss telefonieren sein. Dann gab es das OpenEasyX-Projekt, das für diese Motorola-Telefone versucht hat, einen feinen Stack herzustellen. Mehr schlecht als recht. Leider, weil es doch sehr, sehr hart ist, gegen den Hersteller freie Software auf dem Gerät zu bringen. Dazu später vielleicht noch ein wenig mehr. Dann hat sich eben dieser Opoku-Hersteller versucht, eine Sache mit deutlich mehr Erfolg. Jedoch nicht, wenn man nicht kaufen Einheiten betrachtet, sondern was der Bewegung deutlich mehr gebracht hat. Der Bewegung an freier Software und freier Hardware. Ja, aus diesem Opoku hat sich dann das Beste besteht länger oder das benutzbare Bestand. Und auch ist der GSO vorgegangen, dessen Hauptinitiator ich bin. So. Grundsätzlich haben alle die Begriffe, die da auf
kurz, warum ist das so? Weil der Linux-Kernel, wenn wir über Linux reden, müssen wir zunächst mal über den Linux-Kernel reden. Denn eigentlich Linux ist erstmal nur ein Betriebssystemkern, mit dem man relativ wenig machen kann, außer eine Umgebung für Ablaufumgebung für Programme, die man auch nicht hat. Die gehören zu Linux dazu. Zunächst mal. Also der Kernel ist sehr gut gemacht. Da sind sehr viele schlaue Leute dahinter. Der ist so designt, dass das wohl auf kleinen Geräten, wie auch über den ganz normalen Standard-PC, den man hat, als auch auf sehr großen Geräten, irgendwelche Großrechner oder ähnliches, wunderbar läuft. Deswegen wird auch gern genommen. Und in der jüngsten Zeit hat man das auch festgestellt, zum Beispiel der Yubi war glaube ich so einer der ersten, die das mal gemacht haben. Dann später, in jüngster Zeit war es glaube ich Nokia mit den Apples. Und jetzt ganz neu Google, Qualcomm mit den Android-basierten Geräten, die zumindest Linux weiter verbreiten. Und wenn ich da von Linux spreche, meine ich zunächst mal nur den Kernel. Weil Android wird uns wenig helfen, wenn es darum geht, den Rest der Bewegung weiterzubringen. Aber auch dazu vielleicht noch mehr. Microsoft hat vor ein paar Jahren mal diese lustige Anzeige gemacht. Das gibt es echt Vorteile, es kann auch mutieren. Und das schaut mir immer sehr gerne an. Letztendlich ist das auch die zentrale Frage, die man sich zumindest im Mobilbereich stellt. Gibt es das eine Linux? Das heißt, alles, wo irgendwie Linux drauf läuft, kann ich eine Anwendung machen. Und dann funktioniert dort, also das, was Java mal versprochen hat, aber nie eingehalten hat, zum Beispiel. Es ist leider nicht so. Ich habe also eine, ich zeige die Folie schon so ein paar Jahre, und ich muss jeden Vortrag wieder was ändern. Ich muss immer das dazu machen, das wird ständig mehr. Ich sollte damit anfangen, auch mal die vergangenen Dinge, die schon wieder tot sind, eigentlich auf der Folie zu streichen. Da auch nur die Hälfte ungefähr. Es gibt sehr viele Initiativen, die das fördern wollten, Linux auf Mobilsystemen, sowohl Software-Initiativen, Hardware-Initiativen, Hardware-Hersteller, Gremien, bei diesen Gremien, Standardisierungsgremien, da muss man auch immer besonders aufpassen, als zwei negative Beispiele, nein, zum Beispiel mal LIPS angegeben, LIPS war das Linux Phone Standard Forum, das unter der Schirmherrschaft von einem Operator, Telekom oder so, haben wir in den Dingen jede Menge Zeit verbrannt, um Standards, also Computer, wo auf die könnte man so APIs, so Benutzungsaufrufe standardisieren, damit die dann von einer Anwendung gut benutzbar sind. Die haben 2 Jahre lang gewirkt, haben eigentlich dann was veröffentlicht und sich dann aufgelöst. Gut. Damit sind diese ganzen Ideen und APIs eigentlich verschwunden. Es gab auch eine Referenzimplementierung. Die wollten eigentlich nur APIs definieren. Also letztendlich auch so ein bisschen genau konträr dieser großen Internetbewegung, die eigentlich auch Referenzimplementierung sehr viel gebracht hat, dass man nämlich zuerst mal guckt, was funktioniert denn eigentlich praktisch. Dann guckt, okay, wie kann man das jetzt, was das wir gesehen haben, funktioniert, ordentlich beschreiben. Ein anderes Negativbeispiel, das habe ich vergessen, ich wollte noch was anderes sagen. Limo, nicht Limo. Limo wird damit die Linux Mobile Foundation zu sein. Die machen auch Standards, haben auch eine Referenzimplementierung. Wie das zusammenfasst sich, naja, also man kriegt den Code schon, wenn man 10.000 Euro Mitgliedsgebühr irgendwie im Monat oder im Jahr zahlt. Das ist auch irgendwie kann nicht der Sinn sein. Insofern, also von Gremien, Foundations, wollen wir uns da erstmal nicht nennen lassen. Jüngere Geschichten sind zum Beispiel jetzt oben Palm Blocks, scheint sehr spannend zu werden. Das ist sind quasi völlig aus der Asche nochmal gekommen und haben ein sehr überraschend echtes Linux-System auf Basis ihrer neuen Plan B geschaffen.
hoffe, dass die GSM-Version irgendwann im nächsten Jahr oder hoffentlich Ende dieses Jahres auch mal bei uns aufschlägt, damit man damit ein bisschen spielen kann. Dann gibt es Oppo, das die kam vor wenigen Wochen oder Monaten raus. Nokia hat sich dann zusammengeschlossen, um jetzt irgendwie auf einmal Telefonie zu machen. Das lässt darauf schließen, dass vielleicht dieses Jahr auch noch ein dienstbasiertes Telefon von Nokia kommt. Mit Intel-Hardware. Okay, warum zeige ich diese Folie? Grundsätzlich ist es so ein bisschen janusköpfig, denn eigentlich, also man könnte jetzt fragen, warum ärgert sich über Fragmentierung? Das heißt immer, dass man jetzt nicht mal viel genug hat. Also könnte man sich ja nicht darüber ärgern, dass es zu viel ist. Das ist auch nicht zu viel. Das Problem an der Tatsache der Fragmentierung ist es, dass letztendlich, wenn man in den nicht unbedingt großen Massenmarkt, aber wenn man noch ein bisschen mehr Masse als nur Nische haben möchte, braucht man eigentlich, um für Anwendungsentwickler attraktiv zu sein, braucht man eine Plattform, die eine hinreichende Verbreitung hat. Denn letztendlich, irgendwelche Leute wollen damit auch Geld verdienen, was prinzipiell übrigens auch gar nicht so Schlechtes ist. Denn gute Anwendungsprogramme für gute Anwendungen auch Geld verdienen. Aber sie werden erst dann attraktiv, die Plattform, wenn sie halt viele Leute haben. Weil dann ist die Verbreitung hinreichend groß, dass sich das wirtschaftlich lohnt. Auf dem Desktop-PC haben wir glücklicherweise das jetzt mittlerweile erreicht. Linux ist eine etablierte Größe auf dem Desktop-Bereich, im Desktop-Bereich, sodass auch genügend Hersteller, die doch teilweise eine große Aufgabe sich angehen und Pakete basteln für verschiedene Distributionen, um zum Beispiel ihre Treiber zu kriegen für die Hardware, die sie verkaufen. Oder auch, es gibt auch mittlerweile Anwendungen, die zumindest ein oder zwei Linux-Distributionen unterstützen. Das heißt, da haben wir den Kampf eigentlich schon teilweise schon gewonnen. Im mobilen Bereich sieht es leider ganz anders aus. Wenn halt im mobilen Bereich jemand sagt, ich habe ein Linux-Telefon, heißt es zunächst mal nur, dass man der Kernel darauf läuft. Wenn man sich schaut, was oben drüber läuft, sogenannte Userland, dann ist das meistens geschlossen. Das war zumindest bei fast allen Plattformen außer Android bisher der Fall. Geschlossen heißt natürlich nicht, dass man nicht eventuell öffnen könnte mit Reverse Engineering, das wissen ja alle, wie das geht, aber auch damit kommt man nur begrenzt weit. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, die man sich natürlich machen kann, aber man kann auch nicht erwarten, dass andere Leute das nachvollziehen und dann vielleicht auch auf ihr eigentlich funktionierendes Linux-Handy das ganz freie drauf machen. Da läuft dann halt irgendwie zum Beispiel einfach nicht, weil welche Firma da drin ist. Aber es wäre dann frei. GSM wäre dann vielleicht auch nicht mehr funktionsfähig. Wie viele Kompromisse kann man machen für die Freiheit? Das ist auch ein Thema, was man sich fragen muss. Also die Janusköpfigkeit muss immer versuchen, einen Kompromiss zu machen. Ich tendenziell persönlich bin immer jemand, der sagt, okay, von mir aus habe ich nur drei Manager, die aber richtig stark sind, anstatt 3000, die alle irgendwie schlecht sind. Das ist aber das grundsätzliche Problem. Dass Fragmentierung natürlich auch erst dann möglich wird, wenn die Freiheit da ist, dass ich das eigene machen kann, was wir eigentlich da wollen. Es ist alles wirklich nicht so einfach. Es geht nicht um die Software. Es geht leider vieles auch, das habe ich schon kurz angekündigt, um die Hardware. Fragmentierung ist, oder Freiheit, was zu tun, endet leider auch bei Hardware. Wie das im Desktop-PC standardisierten, großteils standardisierten Architektur der Fall ist, ich kann da alles wirklich laufen lassen. Die Hardware, da sind wenige Geheimnisse. Das ist gut so. Nur deswegen ist auch einfach eine blühende Anwendungslandschaft entstanden. Auf einem Mobiltelefon kann ich im Wesentlichen nicht alles machen, leider. Deswegen hat zum Beispiel in Okmoko damals gesagt, okay, wir fangen zum Beispiel das Geld der anderen Seite auf und sagen,
dass freie Komponenten nicht notwendigerweise die besten Komponenten sind und vielleicht auch nicht notwendigerweise die günstigsten, weil sie tendenziell weniger oft verkauft werden. Das hier sind so mal drei Geräte, auf die man zumindest ein GNU Linux laufen lassen kann. Hier sehen wir vielleicht auch GNU dazu als Linux. Jetzt interessieren wir also auch wirklich über das, was oben läuft. Weil der normale Benutzer sich nicht wirklich an einem blanken Kernel freuen kann, außer dem paar genannten Kernel-Entwicklern. Aber der Endnutzer oder der normale Nutzer möchte irgendwas machen. Und das kann er nur, wenn er Anwendung dazu hat. Diese drei Geräte sind zumindest in eingeschränkten Fähigkeiten, in eingeschränkten prozentualen Werten GNU-Linux-fähig. Das ist ja ein Tablet. Da mag man sich fragen, 50% ohne das. Das ist für alle Open Source. Nee, keineswegs. Viele Komponenten des Demo-Stacks sind bei mir only. Open Release leider auch nur das, was sie wirklich müssen oder wozu man sie in der Existenz bewegen kann. Aber auch auf der Hardware-Ebene ist es so, dass einige sehr, sehr gute Komponenten sind, wie zum Beispiel Contextless Instruments, der Prozessor hat sehr, sehr viel Stromsparfunktionalität. Aber leider sitzt der Prozessorhersteller auf diesem Intellectual Property und meint, deswegen wäre es auch ihm wichtig, dass man da keine Freiheit für bleibt. Das bedeutet, man kann natürlich irgendwas anderes drauf laufen, bezahlt das aber mit reduzierter Akkulaufzeit. Und nicht funktioniert im Bauteil zum Beispiel. Das sei denn, man hackt sich irgendwie die Firmware zusammen. Also alles sehr unfreundlich. Es gibt noch den Google G1Dev. Ganz wichtig, G1Dev, nicht der normale. Weil normal muss nämlich auch Hürdenläufe und durch irgendwelche Vordringe springen, um ihn mit eigener Software zu füllen. Dev ist recht offen. Am offensten leider nur der Open-Programm. Warum leider? Das ist ein tolles Gerät. Gibt es übrigens auch zu kaufen. Die Lager sind noch gefüllt. Aber es gibt auch noch so viele andere Geräte. Und es wäre toll, wenn man da vielleicht auch Zulieferungen drauf machen könnte. Und also kann man das auch. Was bisher leider die wirkliche Weiterverbreitung eines alternativen Stacks, also Software-Stacks auf diesen mobilen Geräten behindert hat, ist die Tatsache, dass es zu lange dauert, wenn man es ohne den Hersteller macht. Als Beispiel diese OpenX-Geschichte. Motorola hat ganz links oben und rechts daneben bei Kollegen einer Familie, hat, glaube ich, 2003, 2004 angefangen, diese Geräte herzustellen. Und jetzt haben wir 2009 und es ist immer noch nicht an der Hardware gekoppelt. Das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie schwer es ist, ohne Hardware was zu reverse-engineeren. Gerade in diesem Mobilfunkbereich sind nicht hochintegrierte Bauteile. Die haben Millionen von Ein- und Ausgängen. Und wenn man da die Protokolle nicht kennt, muss man ausprobieren. Und man braucht ein bisschen Mut zum Ausprobieren, weil im Gegensatz zum PC, da kann man eigentlich fast nichts kaputt machen mit Software. Auf so eingebetteten Systemen wie Mobiltelefon kann man das kaputt machen. Wenn man die falschen Eingänge hochregelt, grundsätzlich ist es ein bisschen ärgerlich, dass das so nicht funktioniert. Jetzt Android, hatte ich ja schon mal angekündigt. Wird damit alles besser? Viele sagen ja. Ich bin damit derzeit ein bisschen skeptisch. Warum? Es fängt damit an, dass das normale Gerät, was man kauft, nämlich dieser T-Mobile G1, mit einigen oder doch signifikanten Hemmschwellen ausgestattet ist, die es dem Nutzer letztendlich verwehren wollen, das Gerät zu benutzen, wie er es vielleicht möchte. Zum Beispiel eben irgendein Bootloader mit kryptografischen Signaturen, dass man nicht einfach mal einen eigenen Kernel drauf machen kann. Was noch ärgerlicher ist, sind Kernels, die zwar natürlich freie Software sind, weil sie sein müssen, der Kernel steht unter GPL, sprich alle Derivate müssen ebenfalls wieder unter GPL stehen. Aber natürlich kann man auch schreiben, so oder so. Man kann schreiben, dass die akzeptabel ist für Mainline, also den Hauptentwicklungs-
das einfach irgendwas tut, was es tun soll. Ob es dann akzeptabel ist oder nicht, ist letztendlich die Frage, die die Kunden vor die Füße geknallt bekommen. So pflegt man ein. Sehr viele unnötige Songs an der körperlichen Stelle drin. Dies verlässt auch der deutliche Lehrer machen, damit zu harmonieren. Blobs an kritischen Stellen, Blobs, also Binary Large Objects, sprich, Android hat leider einige Dinge aus Kernel-Land in User-Land verfrachtet, um sich der GPL unterwerfen zu müssen. Weil Kernel muss freigegeben werden, wenn man ummacht, kann man unter eigener Lizenz machen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Das bedeutet letztendlich, wenn ich auf eine normale G1 Software spielen möchte, habe ich zum Beispiel kein Audio oder keine Kamera, weil das alles Treiber sind, die auf Userland nicht freigegeben werden. Ein eigenes Display-Subsystem, das mag vielen Leuten nicht so wichtig sein, heißt aber, dass man nicht einfach mal Millionen existierender X-Anwendungen kostenkopieren muss, um sie dort lauffähig zu machen. Das ist insbesondere dann schade, wenn das Display eine relativ hohe Auflösung hat. Denn da kann man doch einiges auch schon an einzigen Dingen machen. Also AbiWord zum Beispiel auf dem Freerunner finde ich eine interessante Geschichte. KDE hat auch eine auf, das finde ich ein bisschen grenzwertig, aber was ist möglich? Und das finde ich tendenziell gar nicht schlecht. Ja, und rein halt jetzt X, weiß nicht, die gerade später gebaut das kennt. Also man muss es mit, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist nicht ganz schlecht, aber es hilft in der Tat, dazu Linux zu verbreiten. Das ist sehr, sehr gut, aber es wird teilweise schon ein bisschen optimistischer vermarktet, als es eigentlich ist. So, an der Stelle kurz inhalten, was wäre denn mein persönlicher Wunschzettel? Hardware-mäßig ist klar, ich möchte gerne 100% Linux-Hardware. Das bedeutet fähig. Das bedeutet keine Signaturen, nichts. Bitte lasst das Gerät einfach so, dass ich alles Mögliche damit machen kann. Man kann das bauen. Es haben genügend Leute gezeigt, wenn man an einer oder anderen Stelle einen Kompromiss macht, wie zum Beispiel im GSM-Bereich war jahrelang das Aufreihen der Operator, nein, bitte nicht Linux drauf, dann werden unsere Mobilfunknetze gestört. Das ist natürlich komplett Quatsch. Denn man kann ein fertiges Modul kaufen. Das sieht dann von außen und auch von innen aus wie ein Modem. Und das sind genau die Dinge, die man sich auch für zu Hause kaufen kann. Ja? Die kommen wieder. Ja, das ist immer wieder dasselbe. Lustigerweise ist es, glaube ich, auch die Architektur, das ist weit separate Einheitenkapsel zu haben. Es gibt eine Baseband-Firmware und Application Prozessor Firmware. Es ist Quatsch. Es ist in der Tat Quatsch. Also so sehen Jailbreak hin oder Jailbreak her. Also dieses Argument ist einfach nicht von mir. Das ist natürlich die Mobilfunkhersteller berechtigte Zweifel haben in ihren eigenen Netzen. Das ist wiederum berechtigt, wenn man sich sowas wie das OpenBSD-Projekt anschaut, in den neuesten Geschichten haben Leute, die zeigen, dass die komplette Intelligenz im GSM auf der falschen Seite liegt und das leider sehr, sehr fragil ist eigentlich. Aber das ist nicht unser Thema hier. Es ist so, man kann Geräte bauen, die sicher sind gegenüber dem Provider, aber auch, das ist manchmal das Spannende, gegenüber dem User, der zum Beispiel gerne 100% die Kontrolle dafür haben möchte, wann die jetzt mit Mikro anfangen oder nicht. Das sind nebenbei. Auf der Software-Seite. Eine der Schwierigkeiten, die die Entwicklung, die Entwicklung im allgemeinen Mobilsystem das noch ein bisschen verschärft, die ganzen Constraints, die man hat, also die Ressourcenbeschränkung. Aber grundsätzlich habe ich bei so einem Linux-System unendlich viele verschiedene Abstraktions-Level. Ich habe unten irgendwelche Syscalls, ich habe normale Bibliotheksaufrufe, ich habe SysFS, ich habe K-Object, U-Event, alle möglichen Dinge, verschiedene Abstraktionen, denen ich irgendwas bewegen kann. Und man muss sich schon relativ eingängig damit beschäftigen, um überhaupt irgendwas an Ablauf
weil es gar nicht gewünscht war, dass der Hersteller, dass der Kunde mal anfängt mit einem alternativen Layout von Daimler oder so zu experimentieren. Oder überhaupt mit irgendwas, was nicht Data-Traffic generiert und dadurch den Provider der Kosten einspült. Nein, das andere von Kosten. Gewinn. Also letztendlich, was ich gerne haben möchte, ist eine Menge von Schnittstellen, damit ich ausprobieren kann. Wenn ich gegebenenfalls auch mal auf mobilen Geräten den altbackenen User-Interface-Konzepten aufhören kann. Oder Neues anfangen. Aber ohne, dass ich immer alles natürlich wieder neu erfinde. Denn ich möchte nicht für jede neue Telefonieanwendung wieder anfangen, AT-Kommandos zu sprechen, nur um mit dem Modem zu reden. Es soll also schon etwas höher ausreichend sein. Und als wäre das nicht noch genug, eigentlich, dass da auch die Sprache funktioniert. Es gibt mal Leute, die machen es gerne mit C, andere mit C++, andere finden vielleicht da schön, oder es gibt viele Leute, die einfach gut mit C-Sprachen umgehen können. Warum muss man die ausschließen? Deswegen keine Einschränkung bezüglich der zugehörigen Sprache oder vielleicht auch der User-Interface-Bibliothek. Das ist ja auch das Problem mit der Fragmentierung. Die anderen setzen auf GTK, die anderen setzen auf Qt. Und wenn man jetzt nicht irgendwie XML-Server hat, was sehr, sehr selten auf dem mobilen Gelände ist, dann kann ich mich nur für eins entscheiden. Habe ich nach Hilfe der QT-Anwendung oder GTK-Anwendung oder eben DirectFB oder was auch immer. Es wäre also schön, wenn ich auch da etwas freier wäre. Letztendlich wollen wir das einfachste Anwendungsproblem zu lösen. Weil Anwendungsprobleme lösen ist das, was der eigentliche Anwender nicht möchte. Geräten von vielen Herstellern ohne Login. So, und das ist das letztendlich, was wir versuchen zu lösen. Die endgültige Lösung, das ist ein, wir versuchen einen Beitrag dazu zu liefern, indem wir Smartphone.org gemacht haben. Die Smartphone.org ist auf drei Säulen basierend. Das eine ist eine Kollaboration-Plattform, dann Bottom-Up-Standardisierung und Referenzimplementierung. Kollaborationsplattform. Als einfach Forum, wo Leute zusammenarbeiten. Insbesondere im Mobilbereich ist das deswegen wichtig, weil zum Beispiel sich um jedes dieser Geräte irgendwie so eine eigene Community sammelt. Es gibt die Sharp-Community, gab es damals um den Zauberus. Es gibt noch eine EDX-Community, die versuchen, diese Motorola-Geräte zu rauszukriegen. Es gibt eine HTC-Linux-Community, die jetzt wiederum auf den HTC-Geräten was machen. Dann gibt es natürlich die mittlerweile beachtliche Mikro-Community. Aber miteinander, die Leute haben eigentlich die gleichen Probleme. Die haben keine User-Land, die haben da keine Schnittstellen. Aber es ist auch mal sehr schwierig, irgendwie über diese Geräte-Schwelle hinwegzureden. Das heißt, es wäre wichtig, dass man auch mal horizontal kommuniziert. Aber auch vertikal. So, wenn man so ein Stack hat, wo ein Kernel, irgendwie Midware und dann oben die Anwendung, ganz grob. Und das ist auch so, dass vielfach die Kernel-Entwickler nicht wirklich mit den Middleware-Entwicklern reden oder die auch nicht mehr mit den Anwendungsentwicklern. Was dazu führt, dass jeder versucht, lokal in seiner Welt Dinge zu optimieren, wirklich Dinge gut zu machen. Das ist ja auch alles schön und gut. Nur ist es aber leider so, dass in der heutigen Welt viele Probleme, die man hat, das auf der Cross-Layer. Das bedeutet, eigentlich muss man in jeder Schicht dafür was tun, um das Problem zu lösen. Und das ist insbesondere dann, deswegen muss man kommunizieren, damit sich diese lokalen Optimierungen nicht gegenseitig vielleicht sogar auslöschen. Auch hier im Zusammenhang mit Open Embedded, was so ein Diskussionsbaukasten ist für verschiedene, ganz verschiedene Geräte, versuchen wir hier auch zu kanalisieren, dass man da mal die Kernel-Entwickler mit den Middleware-Entwicklern wirklich auch mal ein Wort bringt. Virtuell natürlich. Keiner muss sein Gerade verlassen. Das ist eine Säule. Das funktioniert auch schon ganz gut. Weil zum Beispiel IDX und HTC Linux sind jetzt wirklich ein wenig zusammengerückt und buchen sich jedenfalls die ISD-Kanäle. Von einem gemeinsamen wollen wir nicht reden. Immer Schritt für Schritt die Annäherung. Das funktioniert. Bottom-up-Standardisierung. Das ist so ein bisschen die Antithese zu diesem Gremium-Approach. Also wir überlegen uns erstmal irgendwelche
unserer Meinung nach der richtige Weg, der eigentlich auch in diesem Mobilfunkbereich oder nicht Funk, aber zumindest im Bereich mobiler Geräte verwendet werden sollte. Und das versuchen wir mit FSO auch zu machen, indem wir eben diesen Entwicklungsprozess als ganz normales Open Source Projekt fahren. Wichtig ist aber auch hier wieder die Referenzimplementierung auf irgendeiner Hardware. Denn wenn ich kein Demonstrationsobjekt habe, ist alles nicht. Interessant wird es erst, wenn ich zu jemandem hinkomme, der mich fragt, was kann ich denn jetzt machen? Und dann sage ich ihm, ja, alles ist nichts, weil was denn zum Beispiel? Ja, dann zeige ich ihm vielleicht auf VMAP einen Zellblogger, der die Provider-Zellkennung mit scannt und dabei auch gleich GPS mit scannt, diese Informationen auf einer entfernten Datenbank speichert und dadurch die Chance hat, mit diesem Gerät, selbst wenn es kein GPS hat, doch zumindest grob schon mal zu wissen, wo ich bin. Wenn ich nur die Datenbank zapfen kann oder dabei habe. Das ist schon mal sehr nett. Oder zum Beispiel entfernt meine Quantenumkehrung steuern, dass ich mein Telefon mit Akkumulatoren, Ladesensoren habe und dann sehe ich, wie da gerade Erdbeben ist oder so, weil ich mich zurücksenden kann, wie die Lage ist. Also es gibt viele Dinge, die man machen kann. Man muss halt einfach mal zeigen. Wie sieht sowas aus von der Architektur her? Jetzt haben wir ja gesprochen, es gibt der Wunsch ist irgendwie einheitliche APIs, also Schnittstellen, mit denen ich Anwendungen entwickeln kann, anzubieten. Da gibt es viele Möglichkeiten und man hat lange überlegt, was sind die beste Abstraktionen und mittlerweile glauben wir, die richtige Abstraktion eben gefunden zu haben. Wir behaupten, sie heißt Debus. Debus ist mittlerweile, also Debus ist eine Interprozess-Kommunikationsschnittstelle. Das bedeutet, zwei Prozesse, die auf dem gleichen Rechner laufen müssen, können miteinander reden. Über ein distanziertes Interface. Das ist das Wichtige dabei. Natürlich können viele Prozesse miteinander, aber über jeweils anwendungsspezifische Protokolle. Das bedeutet, ich kann nicht auch einfach eine Anwendung schreiben, die dann auch mitredet. Nein, das kann ich erst dann machen, wenn offene standardisierte Protokolle genommen werden. Debus ist mittlerweile eigentlich der Standard unter Linux-basierten Systemen. Sowohl GNOME als auch der KDE-Desktop haben das begriffen und etabliert. Und nur im Mobilbereich ist bis jetzt noch nicht sehr verbreitet. Und wir haben gedacht, das brauchen wir auch. Debus ist nicht nur technisch eine ganz gute Geschichte, sondern es ist eigentlich die perfekte Höhe von Abstraktion. Weil jetzt ist es ja so, wenn man zu niedrig abstrahiert, muss doch wieder zu viel immer selbst gemacht werden. Wenn man zu hoch abstrahiert, sieht alles gleich aus. Das will man auch nicht. Ein Beispiel. Wenn ich eine Schnittstelle zu wählen eine Telefonnummer anbiete, ist das eine ziemlich gute Abstraktion. Wenn ich aber ein Fenster anbiete, wo das alles schon fertig layoutet ist und wo ich nur den Knopf drücken kann und dann wählt der, ist das gegebenenfalls eine zu hohe Abstraktion. Weil dann muss ich das Fenster so, wie es ist, immer nehmen. Das ist aber schön, weil es schnell geht. Aber wenn ich jetzt eventuell kreativ sein will, möchte ich diesen alten Drehdialer implementieren, kann ich mit dem klassischen Nummerfeld nicht mehr anfangen. Also muss man sich eben überlegen, was ist die richtige, deswegen ist die Wahl der richtigen Abstraktionshöhe wichtig, um genügend Freiheit, aber auch nicht zu viel zu ermöglichen. Zu viel heißt, ich muss wieder mal auf Eva anfangen. Es ist aber auch wichtig, dass ich nach wie vor natürlich noch Leute ausdifferenzieren kann. Wenn alles gleich aussieht, dann hat zum Beispiel der Hersteller keine Möglichkeit mehr, sich von das andere abzuheben. Und deswegen ist es auch wichtig, insbesondere weil wir der Benutzungsschnittstelle überhaupt nicht festlegen wollen, da nicht zu hoch zu gehen. Wir sitzen also konzeptionell unterhalb der Benutzungsschnittstelle und bieten Schnittstellen an. Zu was fragt man sich jetzt? Das ist hier die momentane Architektur, wie sie da aussieht. In der Mitte ist eigentlich der Bereich, der uns vorrangig beachtet wird. Das sind ja so Subsysteme, zum Beispiel
Also bis dann kann man auf seine SIM-Karte zugreifen, kann telefonieren, SMS schicken, SIM-Karten-Nachrichten sich anschauen, wo die auf Abstand sind. Ich möchte keine unterstützen, weil sie keine Kosten verursachen. Die Device kümmert sich sonst um Hardware-Abstraktion, also dass ich einen Knopf bekomme, dass ich meine Links anmachen kann und immer gleich Interface. Networking, Netzwerkabstraktion, verschiedene Möglichkeiten irgendwie nach außen zu gelangen. Events, irgendwelche Ereignisse. Spannend ist es natürlich insbesondere dann, wenn man anfängt, die Dinge zu kombinieren. Zum Beispiel habe ich mir neulich einen Dialer geschrieben. Es ist so, ich rufe meistens nachmittags, am frühen Nachmittag, sitze ich erst in einem Café, ich bin selbstständig, sitze im Café, arbeite von dort aus und rufe kurz meine Frau an. Die hat ein Uhr, zu Hause, mobil im Geschäft. Und die ist jetzt in dem Geschäft, sie ist nämlich nicht selbstständig. Und jetzt ist es so, wenn ich das irgendwie, ich mache das eine ganze Weile, ich mache das oft, warum schafft es kein Telefon, mir diese Nummer als ersten Vorschlag zu bieten? Das sind alles so Trivialitäten, also ein bisschen mitloggen, das passiert oft. Und dann natürlich intelligente Vorschläge machen. Das sind alles Sachen, die man schon längst hätte implementieren können, aber oft die meisten Telefon kommt man eben an diese Infos so nicht dran. Hiermit kann man das sehr einfach machen. Und deswegen arbeiten wir auch das. Das heißt, wir bieten alle diese Dinge, die vormals unter verschiedenen Schnittstellen zugreifbar waren, bieten wir jetzt unter einem einheitlichen Interface an, das heißt Demos. Wir haben sogar Dokumentation, Smartphone.org ist nicht selbstverständlich für Demos Schnittstellen, weil man diese Laufzeit eigentlich selbst beschreiben machen kann. Aber selbstschreibend heißt, dass man gerade weiß, wie heißt die Funktion, welche Argumente hat sie. Unter Beschreibung finde ich noch etwas mehr. Wir haben Duo. Gut, das wäre also die Erklärung. Die oft beschriebene Frage, was kann ich damit machen? Da die Zeit natürlich zu kurz ist, um jetzt hier live einfach mal mit meinem Telefon zu interagieren, muss es reichen, Screenshot. Wir haben schon relativ viele API-Konsumenten, nenne ich die, also Leute, die einfach das nutzen, die Schnittstellen, die wir anbieten und implementiert haben. Das sind einfach mal so ein paar Screenshots von Anwendungen, die verschiedene Leute auf dem Freeride gemacht haben. Gleich wie so andere Telefone, ich weiß es nicht. Ich gucke mal nur bei Skype.linux.go.org. Das ist so eine Seite, wo man Screenshots hochladen kann aus dem laufenden Betrieb. Da gucke ich einfach immer, was sind denn die Leute, die Verrücktes gemacht. Und dann nehme ich mir die schönsten Screenshots raus. Natürlich muss man auch klar machen, dass wirklich fest oder benutzt. Aber die meisten Institutionen, die es für den Freeride gibt, nutzen mittlerweile SO. Ja, also verschiedene Arten von Dialern, irgendwelche Settings-Anwendungen, also hübsche Smartphone-Anwendungen, sage ich mal ganz grob. In jeglicher Form und Couleur sind natürlich die Hauptdomäne von FSO, weil das ist das, wo wir am meisten neu machen mussten. Denn Demos, Schnittstellen für Smartphones gab es eben vorher nicht. Ja, einmal so als Impressionen, es wird sehr viel gemacht. Witzigerweise, seitdem OpenMoko nicht mehr aktiv ist als Hardwarehersteller, hat die Community erst richtig angefangen, sich zu entwickeln. Ob das irgendwie kausal zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem ein schöner Effekt, weil jetzt endlich kommt das ins Rollen, was jahrelang angeschoben wurde. Gut, kommen wir kurz zum Schluss. Viel mehr Details können wir in diesem Forum eh nicht bringen. Es gibt diese Referenzimplementierung, von der ich gesprochen habe. Das ist Phase 1. Die Idee hiervon war, wir brauchen die richtige Schnittstelle. Und die müssen dann aber auch schon mal als Implementierung da sein, damit Anwendungsprogramme daran fügen, die gut sind, schlecht, wo müssen wir sie ändern. Und damit dieser Weg zu den richtigen Schnittstellen schnell geschieht, über das Python geschrieben, der also hochabstrahierte Skriptsprache, mit der man schnell Erfolge erzielen kann, die aber den Nachteil hat, dass sie den Laufzeit-Tick menschlicher operiert. Das ist überhaupt ein Wahnsinn, dass man mittlerweile auf einem Gerät der größten Skriptsprache laufen lassen kann. Das nur nebenbei. Das haben wir gemacht. Wer ein Gerät besitzt und eine versuchbasierte Distro spürt, der könnte
das liegt natürlich auch an Art der Arbeit eben auch daran. Deswegen, was wir tun in Phase 2, die wir jetzt quasi momentan so starten, ist die richtigen APIs schnell machen. Dadurch, dass wir im Prinzip die Referenzimplementierung nehmen, nur die Schnittstellen davon nehmen, denn die gibt es ja viel fertige Anwendungen, die wir zumuten sollen, dass sie das neu machen. Warum auch? Die Schnittstellen sind ja getestet von den Programmierern. Die entwickeln neu in der Programmiersprache, die ist auch wieder relativ neu, die heißt WADA. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich damit beschäftigen möchte. Im Prinzip ein Hybrid aus hochabstrahierter Syntax-Semantik, also objektorientiert und teilweise dynamisch passiert, A kopiert zu C. Also richtig, macht richtig Dampf. Darüber hinaus arbeiten wir daran, dass wir das noch besser dokumentieren, mit mehr Leuten die APIs nutzen, dass wir noch ein bisschen Feedback bekommen. Und was ich in der Vorlage schon öfter mal angesprochen habe, wir arbeiten daran, dass es auch mal woanders läuft und nicht nur auf den 100% freien Telefon. Das wäre die Verbreitung auch sehr hilfreich, insbesondere angesichts der großen Konkurrenz. Momentan sehe ich zwei spannende Dinge. Einmal hat jemand auf dem G1 FSO-Stack zum Laufen gebracht, hat mich heute angerufen. Klein bisschen merkwürdig, lag aber nicht an FSO. Das lag man zumindest schon telefonieren. Man kann dann klingeln, weil der Audiotreiber nicht fertig ist, aber das ist wie immer ein Problem, das eigentlich nicht wir lösen wollen, sondern die Leute, die sich mit dem Hören interessieren. Das heißt, der G1 scheint, obwohl auch schon fast wieder obsolet, aber doch eine neue Hardware-Plattform zu werden. Ansonsten habe ich sehr viel Hoffnung in den Palm Pre, der, wenn er denn als G1 rauskommt, laut meinen Informationen das freiste seit dem 4er sein soll. Und darüber hinaus natürlich zu gucken, gibt es Leute, die gegebenenfalls eigene Hardware produzieren möchten. Es muss nicht notwendigerweise Smartphone-Hardware sein. Also Free-Smartphone ist natürlich optimiert auf Smartphones, das war das, wo wir angefangen haben zu arbeiten. Aber wenn jemand irgendwie eigene Datalogger oder irgendwelche Sensoren, Aktoren, Hardware herstellen möchte, für die ein schönes Interface braucht, schon Demo-APIs, wo dann auch Leute einfach mit experimentieren können, sind wir auch zur Verfügung natürlich, um zu sagen, okay, wir überlegen uns, dass das ablaufen kann. Ja. Davon abgesehen sehe ich derzeit keine Perspektiven im Smartphone-Bereich, weil alles andere ist übergelockt und das wird Jahre dauern, das zu öffnen. iPhone-Linux ist eine ganz spannende Sache, da gibt es richtig viele Geräte da draußen, aber gut, wenn es gut oder bis wir den gerade portiert haben, sehe ich nicht. Leider. Ja, damit haben wir auch schon die Frage wieder eingeläutet. Genau. Das ist natürlich etwas, was wir nicht leisten können, aber womöglich versuchen wir natürlich auch oben anzufangen, nämlich in den Hersteller zu reden. Also es gibt Leute im Dunstkreis, diese ehemaligen OpenOCO-Ingenieure, die direkt in die Zusammenhang gehen, die also mit den Leuten reden und versuchen, deren Bewusstsein, warum es gegebenenfalls nicht ganz unklug ist, eine Komponente auszusuchen, für die eventuell mal freier Treiber geschrieben werden könnte. Aber das ist eine Sisyphusarbeit. Das dauert, weil letztendlich der Hersteller hauptsächlich darauf ankommt, möglichst viel Geld zu verdienen in möglichst kurzer Zeit. Und der Vorteil, den sie haben, wenn sie mit Software-kompatibel haben, den begreifen sie nicht. Den haben bis jetzt nur ganz wenige Hersteller. Linksys zum Beispiel begriffen. Linksys hat irgendwann mal diesen super populären Router, der eigentlich der Auslöser für die OpenBRT-Diskussion war. BRT 45G oder irgendwas. War ein super Teil. Irgendwann haben die
den man betrifft, nachdem viele Serien gemacht haben, wo sie wieder wo sie eingeschränkt haben, wie gut man den Virus benutzen kann. Irgendwann hat man gesagt, okay, das ist jetzt auch Source Edition. Wir legen den jetzt noch auf, geben einen Tick mehr RAM, geben einen Tick mehr Flash, weil wir wissen, da gibt es unheimlich viele Leute, die damit experimentieren. Und damit haben sie einen ganz neuen Markt erschlossen. Und sowas würde ich mir wünschen, dass das Schule macht, auch in diesem Mobilfunkbereich. Aber da ist es ja bereit, die Leute noch nicht. Nicht wirklich, also es wird wesentlich wie die alten Tablets so halb und halb, halb offen, halb geschlossen. Ich meine, die sind ja relativ weit Nokia. Man kann relativ gut auch eine Software machen, aber wie gesagt, sobald man versucht, eine komplett eigene Software zu flashen, muss man derzeit, da wird es nicht anders sein, auch damit leben, dass es nicht an Peripherie geht. Und dass es vielleicht auch Management schlechter ist und. Wenn man Bild ist, dass das zu akzeptieren darf, dass man wirklich alles damit machen kann, dann ist das gut. Und immerhin Data-Konnektivität drin. Das heißt, DSM zumindest auf Datenebene. Und das ist schon der Schritt, weil der nächste logische Schritt sich dann halt auch ergeben würde, sich vielleicht noch Häuser einzubinden. Aber ja, 100% offen wird auch das nicht sein, fürchte ich. Ansonsten wäre ich sehr überrascht. Weitere Fragen, bitte schön. Ja. Was spricht jetzt dagegen? Ich habe das mal den Eindruck, wie viel Zeit vergangen ist zwischen der großen Messe von Google und Android und seinen Geräten, was sich auch an Daten erhältlich ist und so anders, weil es eine Menge Zeit vergangen ist. Das ist auf jeden Fall natürlich ein interessanter Ansatz. Das praktische Problem, was bei solchen Sachen total betrifft, ist, inwieweit ist ein Hersteller überhaupt daran interessiert, dass Leute nicht nur Anwendungen programmieren, sondern auch an der Plattform mitarbeiten. Das ist unabhängig. Also natürlich. Wenn man für Smartphone.org, wenn man unsere Mittel einsetzt, ja. Aber natürlich, das Problem ist, also das inhärente Problem von Mittelware ist, dass sie halt eigentlich eine Alle- oder Nichts-Geschichte ist. Ich kann nicht einfach mal zwei Mittelware parallel auf dem Gerät laufen lassen, weil die auf die gleichen Hardware-Ressourcen zugreifen wollen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel mit der Android-Mittelware jetzt so leben, wie sie ist. Die haben ihren eigenen Stack, um zum Beispiel eine Nummer zu wählen. Wir könnten leider nicht einfach mal ohne eine vollständige Alternative zu bieten, können nicht einfach mal sagen, jetzt will man jetzt SSO auf Android. Das ist leider technisch so sehr, sehr schwierig möglich. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor, gibt es noch viele, viele Dunkelstellen in dem letztendlich in der Hardware. Wir haben neulich zum Beispiel als Beispiel DLR. Nicht G, sondern O, also nicht die Lüftungsgesellschaft, sondern die Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Die haben neulich Neo auf eine Rakete montiert und in die Luft geschickt. So, und sie haben, ich habe mit einem von den Leuten gesprochen und gesagt, das ist ja toll, das zu nehmen, ja, aber warum nicht ein anderes? Und dann sagen sie, das ist das einzige Telefon, wo ich 100% sicher sein kann, dass wenn ich sage, geht es einem aus, es geht es einem nicht aus. Und ich will oben auf der Rakete auf meinem Testkopf will ich keine App haben. Na, sie hätten es jetzt auslösen können oder jemand anderes reinnehmen. Aber darum geht es nicht. Also das heißt, letztendlich ist es auch
natürlich irgendwo, wenn man wirklich der Hardware 100% vertrauen will, dann braucht man eine Firma, die zum Beispiel Schaltpläne veröffentlicht und auch an die Niederung der Hardware ranlässt. Selbst Google, ich weiß es nicht, wer da holt ist, aber zum Beispiel Qualcomm ist der Hersteller von diesen, Telefonen. Die sind sehr, sehr geschlossen. Ganz unten in der Hardware. Und ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel Google mit seiner Macht hätte sagen können, Qualcomm, wir sind eigentlich Open Source von diesem Unternehmen und wollen auch, dass da viele, viele Leute mit experimentieren. Können das den Tick freier machen als auch andere Telefone? Ich weiß nicht, ob wir das hätten machen können oder ob da immer noch zu viel letztendlich Chip-Hersteller das sagen wird. Das weiß ich nicht. Deswegen, unter dem Aspekt, bin ich mir nicht sicher, ob, ob so ein Weg wirklich zukunftsträchtig wäre. Aber man sollte ihn, finde ich, vielleicht auch mal wieder gehen. Insofern stimme ich dir davon zu. Ja. Mit dem Time. Da müssen wir vielleicht dann auch Nokia warten. Oder auch Sony Ericsson. Das hat auch ein ordentliche Kameras, aber kein Smartphone oder S. Preis. Ja? Ja, Symbian. Netscape hat damals, bevor sie irgendwie komplett Konkurs gegangen sind, Mozilla gegründet. Hat es irgendwie freigegeben als letzten Akt. Das erinnert mich ein bisschen daran, denn also Symbian ist schon irgendwie auch so ein echt gutes Pferd eigentlich. Also, klar, das ist eine unglaublich große Basis für den funktionierenden Telefon. Aber wer das damit hat, weiß, dass das eigentlich ein Spaßladen nur haben sein soll. Nokia versucht jetzt da irgendwie ein Kopf drauf zu flanschen. Deswegen haben sie heute auch gekauft. Das wäre interessant zu gucken, wenn man irgendwie ein paar Symbian-Experten findet. Kann man dann vielleicht so eine Middleware, wie sie haben, vielleicht auf Symbian draufbringen. Aber das ist erst sinnvoll, wenn ich irgendein Symbian-Gerät habe, wo ich deutlich Eigenschaft drauf lassen kann. Und nicht nur innerhalb der Sandbox-Grenzen. Und da ist bei Symbian, sehe ich da ganz, ganz schwarz. Also diese Geräte sind richtig. Das könnte dann aber wiederum eher spannend sein für Hersteller, die sagen, ich mache Hardware und ein fertiges OS. Das ist, glaube ich, eher interessant für die, als andersrum zu sagen, nur weil die Software jetzt unter freien Lizenzen besteht, weiß ich nicht, dass ich mehr Hardware habe, auf die eigene Software bringen kann. Also wir warten es natürlich mit Interesse, aber das zieht sich auch schon alleine hin. Und man muss dann auch mal gucken, was es eigentlich wirklich für uns bedeutet. Weil letztendlich das Hauptanliegen, was wir haben, ist mehr Hardware, wo wir uns beide Software machen können. Und das sehe ich momentan durch keine Initiative wirklich, wirklich beschleunigt. Ja, gut, ich hoffe, ich habe ein bisschen neugierig gemacht auf unsere freie Middleware. Wer damit ein bisschen spielen möchte, vieles von dem funktioniert auch auf einem ganz normalen Laptop oder Desktop. Natürlich kein GSM, wenn man kein GSM drauf hat. Und kein GPS, wenn man kein GPS drauf hat. Aber ich würde mich freuen, wenn sich der oder andere mal anguckt. Und ansonsten gibt es ja auch einen Facebook.org Stand in diesem Schnittbereich. Der ist noch von ein paar Leuten besetzt, morgen auch den ganzen Tag auf
die geben sich ja alle